Da sind wir wieder bei Pepper Mal 2, die Legend vom Eon-Tor. Und ich habe mich hier in diesem Torthaus mal ausgeruht. Ich habe da den Hotelgutschein mir geschnappt. Und hier gibt es sogar noch ein Space Food. Leckere Astronautenkost. Stellt 5 KP wieder her. Nehme ich gerne mit. Das gibt's hier oben drin noch dazu, wenn man hier übernachtet. Und wir werden jetzt die Kanone benutzen. Was sagst du da? Du weißt nicht, wo Professor. Mario, wo kann er nur hin sein? Schwierig. Wir brauchen General Bob um. Ohne ihn können wir die Kanone nicht abfallen. Also, was sollen wir da nur tun? Er ist hier. Er sieht gut aus. Und er schläft schon wieder. Er scheint zu schlafen. Willst du ihn wecken? Er war doch gerade eben wach. Gut, prima. Noch nicht wach. Willst du ihn wecken? Er schläft immer noch. Willst du ihn noch einmal wecken? Er wird immer noch nicht wach. Willst du ihn noch einmal wecken? Er wird einfach nicht wach. Er zeigt keine Rührung. Rührt sich kein Stück. Der wird wirklich nicht wach. Willst du es noch einmal versuchen? Keine Chance, ihn zu wecken. Aber der Text ändert sich immer. Wird überhaupt nicht wach. Schief tief und fest. Was denn los? Siehst du nicht, dass ich müde bin? Trost brauche ich auch keinen. Ein Bob ohne Träume und Wünsche, das bin ich. Moment, dieser Bart, diese Mütze, dazu diese Arme. Mario, ich habe dich schon überall gesucht. Warum? Warum? Naja, ich will die große Kanone wieder abfeuern. Meinen Job hatte ich verloren, die Lust am Leben auch. Und da bin ich dann los. Ich war beim Wahrsager in Rohlingen und er sagte, der Mann, der deinen Wunsch erfüllen kann, hat einen M auf der Mütze. Er trägt einen Schloss und hat einen großen Hammer, nicht nur in seiner Was? Ich soll die Kanone abfeuern, um damit die Welt zu retten? Aber hallo, der Wahrsager hatte recht und ich schlafe hier. Ich mache sofort die Kanone bereit. Sag du inzwischen dem Bürgermeister Bescheid. Mach halt die Tür nicht auf. Dann mache ich sie halt auf. Hallo Bürgermeister, die große Kanone wird abgefeuert. Jetzt kommt die große Kanone endlich zu neuem Ruhm. Ich bin so aufgeregt, ich könnte explodieren. Ha, bubutz. Also los, schießen wir euch auf den Mond. Geschafft, Mario. Folgt mir ganz einfach. Ist das die Kanone da hinten? Hier entlang, einfach mir nach. Ich glaube nicht, dass das die ist. Dass hier die ist, aber vielleicht ist sie ähnlich groß. In Ordnung, stell dich dahin. Okay. General Bob alles bereit für das Abfeuern der großen Kanone? Vertrauen Sie meinen Fähigkeiten, Bürgermeister. Alles sehr geirrt. Wir leiten die Abschusssequenz ein. Oh, uiuiui. Also Bob alle Mann auf Position. Zu Befehl. System starten. Verstanden. Starte System. System gestartet. Systemcheck. Systemcheck läuft. System einsatzbereit. Vorbereitung für Abschuss der großen Kanone beginnt ab jetzt. Außentor öffnen. Uff. Die scheint ein bisschen größer zu sein. Innere Lamellen öffnen. Oh ja. Kanonenrohr ausfahren. Und ich verstehe schon, warum sie nicht im Krieg eingesetzt werden soll. Zielerfassung. Ziel lautet Mond.
Ausrichtung 75, 38. Neigungswinkel 54 Grad 66. Entfernung 389.603. Windstärke 1,08. Korrekturausrichtung 3,03. Korrekte Neigung minus 2,39. Ziel erfasst. Luke öffnen. Es ist soweit. In die Pulverkammer. Okay. Luke schließen. Ah. Autsch. Aua, verdammt. Und jetzt? Oh, sie opfern sich für uns. Kanone bereit zum Abschuss. Stand by. Okay. Also los. Feuer. Yahoo. Geschafft. Super. Viel Erfolg, Mario. Wir waren schon bei Paper Mario 1 im Weltall. Aber diesmal sind wir auf dem Mond. Oh, mir ist immer noch ganz schwindelig. Was für ein unglaublicher Flug. Auf jeden Fall sind wir anscheinend auf dem Mond gelandet. Es ist Mario, wir müssen Sterne finden und Peach retten. Mond. Und wir können höher springen. Hier gibt es natürlich neue Gegner. Du bist nicht diejenige, die ich haben wollte. Und auch einiges zum Springen. Nein, brauche ich nicht. Ja, es gibt einiges zu erkunden. Wir haben ja schon alle Insignien, also im Prinzip können wir hier nur Sternsplitter finden, die wichtig wären. Es geht sogar nach links? Das ist mir neu. Okay, der Mond ist ein Kreis. Das sind neue Gegner. Wechseln wir mal aus zu Gumbrina. Ein Mondkönig. Das ist ein Mondkirk. Mondkirk sind eben Kirks, die auf dem Mond leben. Das gewählt 6,5 Verteidigung 5. Die haben ja auch so eine gute Verteidigung und Feuerattacken wirken nicht. Aber ihre Verteidigung sinkt auf 0, wenn du sie auf mit Bomben umkippst. Was steht da? Auf dem Boden umkippst. Na toll. Schlaf mit der. Nein, wir werden schwächer. Für 2 Runden? Okay, ich guck mal, wie viel Schaden ich mache. 3, es reicht tatsächlich nicht. Guck mal, wir können ein Item bekommen, wenn wir stehen bleiben. Aber weil wir keinen Platz haben, können wir es nicht einsetzen. Toll. Donnerzorn. Mäh. Gumbrina, du bist so nutzlos gerade. Alter, ich sollte lieber A verwenden anstatt B. Wir haben nämlich gerade ein bisschen viel Schaden bekommen, meiner Meinung nach. Und ich hätte vielleicht nicht Kupi auswählen sollen, sondern Bomba Junior. Okay, pass mal auf hier. Wir tauschen dich nochmal aus. Und du benutzt den Saugmatz, dann sollte es eigentlich vorbei sein. Wie dumm von dir. Sensationell. Das Item können wir ruhig mitnehmen. Ach, wir haben keinen Platz, hä? Ich dachte, wir haben gerade ein Item benutzt.
Ich glaube, mit... Ja, mit Bomber ist es hier ein bisschen angenehmer. Ich muss nur überlegen... Na toll. Ich weiß nicht, was es hier alles zu entdecken gibt, weil... Soweit ich weiß, hat man halt hier nicht viel entdeckt. Ich weiß nicht, ob es hier viel gab oder was auch immer. Ich muss dringend... Ah, ich musste Bomber ausrüsten, aber ich konnte nicht. Taktik, ich bin gerade irgendwie nicht auf der Reihe. Oh! Neuer Sicherheitsbericht, okay. Ich muss mal kurz ins Spiel klicken. Vielleicht seht ihr meine Maus, ja, die seht ihr. So, ich musste das kurz mal wegmachen. Es gibt hier einiges zum Kaputtmachen, aber dahinter sind nur Items, ne? Oh shit. Oh, der ist da eingesperrt. Perfekt. Oh Mann. Komm, bleib dahinter. Nein. Okay. Verzichten wir da drauf. So, da hinten wollen wir hin. Und wir werden gerade ganz schön bombardiert. Aber den habe ich gesucht. Hoffentlich werde ich ihn nicht gleich sofort da machen. Es sind eh zwei, okay. Ich glaube, die haben 10 KP oder 9. Vielleicht sogar auch nur 8. Das ist ein Krusimat Z. Diese Dinger sind eine Weiterentwicklung der Krusimaten. Meistens 7-4 Verteidigung 0. Sobald die Mini-Krusimaten auftauchen, sind die Krusimaten perfekt geschützt. Außerdem laden sie wohl von Zeit zu Zeit ihre KP wieder auf. Okay. Haben wir die auch gescannt. Wir feiern bald wieder ein Level ab. Oh Gott. Das war halt viel auf einmal. Wir haben gleich sogar ein Level ab. Ich werde sicherlich gleich nochmal den anderen angreifen. Oh, shit. Nein! Ist halt schwierig, den ganzen auszuweichen. Okay, ich werde es so regeln. Denn... Eine andere Wahl habe ich nicht. Ich würde gern, was der Ultraschlag ist. Das würde ich gern wissen. Das weiß ich gerade nicht. Ultraschlag, imposanter Hammerschlag, der was hermacht. 4 BP, okay. Nein, das war dumm eigentlich, dass ich den Power verwendet habe. Und noch dümmer. Okay, das hat sich also erledigt. Bekommen wir ein Level ab? Ja, ne? Sogar ganz genau. Was nehmen wir denn? OP wäre auch cool. Wir sind alles haben wir so auf 30. Was gehen wir denn jetzt auf 35 oder 33? Ich
Ich glaube, wir gehen mal auf KP. Mario wird Topstar. Seine nächsten Kämpfe finden auf größeren Bühnen statt. Das ist schön. Oh nein, dich wollte ich doch nicht. Oh, so viele Kämpfe. Und ich weiß einfach nicht, wohin damit. Ich weiß gerade nicht, wie ich vorgehen soll. Die sind beide ja sehr eklig. Ich glaube, so war am besten. So können wir nochmal den Power-Hauer einsetzen und das war's dann. Okay, das haben wir hinter uns. Jetzt nur noch den Block zerstören und dann sind wir endlich in der bei der richtigen Stelle. Dann sind wir endlich dort angelangt, wo wir hin wollten. Nämlich in der Krustion-Anstalt. Mario kann da sogar rüberhüpfen. Scheint nicht sehr groß zu sein. Okay. Ja, wenn ich überlege, wie die aufgebaut ist, dann kann es sogar von außen so hinkommen. Ein bisschen. Ein ziemlich mysteriöser Bau ist das. Passen wir besser auf. Wir haben ja bei Peach diese Fahrstühle gesehen, nämlich die Festung geht so mehr in den Untergrund als hier oben. Die Musik. Halt, Freund oder Feind. Aber das ist doch Mario. Und das heißt Lag. Oh Gott. Ah, es funktioniert wieder. Kennen wir die schon? Tatsächlich nein, ich dachte, die kennen wir schon. Das ist ein Elite-Soldat. Elite-Soldaten sind bei besonders starke Kursion. Was ich glaube, sie 10 Angriffsdorf 5 Verteidigung 1. Elite-Soldaten attackieren dich oder putschen sich mit Chemikalien auf. Jedenfalls sind sie gefährlich und du solltest sie kräftig vermöbeln. Oh ja, das mache ich erstmal auf dem hier. Verteidigung habe ich jetzt nicht. 1. Shit. Ah, doch sehr harte Typen. Du machst Multikopfnuss auf den hier. Und du machst eine Stampfattacke auf den hier, dann sollte er eigentlich Geschichte sein. Ja. Chemikalien? Größer oder kleiner? Größer. Ich glaube, die könnten auch was Falsches einnehmen. Rückzug! Wie kostet das Heim 20 Münzen? Mario, wenn diese Kerle hier sind, dann bedeutet das... Genau, da stehen wir, muss ganz in der Nähe sein. Und dann ist Prinzessin Peach auch nicht weit. Und wir werden sie finden. Krustion, Hauptquartier. Und ich würde sagen, im nächsten Part werden wir hier das genauer erkunden. Es ist schon auf jeden Fall sehr cool. Ich freue mich wieder hier zu sein. Naja, vielen Dank fürs Einsehen. Bis dann. Tschüss.